Willkommen auf meinem Kanal Mediantor. Heute geht es ums Fremdsprachenlernen. Dazu möchte ich euch die kostenlose Website Duolingo vorstellen, die ich seit 2 Jahren selbst erfolgreich nutze. Und ja, was sieht man erstmal hier? Englisch, Französisch, kostenloser Sprachunterricht. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Taugt diese App auch wirklich was? Dann können wir uns das mal anschauen, würde ich sagen. So, jetzt sehen wir die 3 Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch. Wobei Spanisch mit seinen 99% fertiggestellt noch, ich schätze mal, 1 Monat brauchen wird, um veröffentlicht zu werden. Aber das ist auch nur die deutschsprachige Seite und ich gehe davon aus, dass jeder Sprachinteressierte zumindest Grundkenntnisse oder auch fortgeschrittene Kenntnisse vom Englischen haben sollte. Und deswegen ist es auch viel interessanter, auf die englische Seite jetzt mal zu gehen. So, also für die Leute, die Englisch sprechen, und da sehen wir wirklich eine viel größere Auswahl an Sprachen. Da gehen wir mal die ganze Liste durch. Spanisch, Französisch, ja gut, Deutsch nicht so interessant für uns wahrscheinlich. Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Irisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch, Norwegisch, Esperanto, Ukrainisch. Ja, das sind die Sprachen, die schon erschienen sind. Die Sprachen, die folgen, sind Russisch, Ungarisch, Hindi, Polnisch, Vietnamesisch, Rumänisch, Hebräisch und sogar ja, Klingonisch. Also für Star Trek-Fans doch vielleicht mal ein Reinschauen wert irgendwann. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Wie funktioniert Duolingo? So, dazu schauen wir uns erstmal das äußere Erscheinungsbild der Website an. Und was uns erstmal ins Auge springt, würde ich sagen, ist auch hier dieses 2010 XP Gourmet. Ja, und dazu kann man nur sagen, Duolingo ist extrem gamifiziert. Das heißt im Grunde, man will Sprachen lernen, so wie ein Spiel gestalten. Man kann sich, wenn man anfängt mit Duolingo, ein Ziel setzen, also wie viel XP man erreichen will. Und das kann man dann erfüllen oder auch nicht. Und es wird dann, je nachdem, ob man eine Streak dann schafft, dann immer aufaddiert. Also wenn man einen Tag sich anmeldet und das hier schafft, kriegt man dann einen Tag, ein One-Day-Streak, so wie ich hier gerade. Wenn ich es morgen nochmal mache, mein Ziel erreiche, dann habe ich dann 2 Tage und so weiter. Ich hatte eine Streak mal bis 300 Tage, doch die ist dann mir entfallen, weil ich an einem Tag einfach keinen Zugang zu irgendwelchen elektronischen Geräten hatte. Das war ein bisschen bitter. Streak Freeze hatte ich dort leider nicht mehr gekauft. Das ist auch so ein Gimmick, was man sich hier mit Lingots kaufen kann. Das ist aber komplett kostenlos. Also man kann sich jetzt nicht irgendwie Lingots für Geld kaufen. Das ist also wirklich hundertprozentig kostenlos. Muss man jetzt keine Angst haben. Ja, da habe ich mich sehr motiviert gefühlt durch diese Streak. Und gut, aber ich meine, es ist immer wieder ein neuer Anfang. Und was es sonst noch zum Spiel ausmacht, ist, man kann hier in jeder Sprache Level erreichen und das hängt dann wieder mit den XP zusammen. Also sagen wir mal, man kriegt irgendwie 80 XP in einer Sprache, dann steigt man auf Level 2 auf, dann 160, dann auf Level 3 und so weiter. Und so kann man sich, ich sag mal, ein bisschen rudimentär auch mit anderen vergleichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal irgendein Profil anklicke, sagen wir mal, hier, sagen wir mal, hier. Da sieht man dann halt auch, wie viel XP sie insgesamt haben oder ja, welche Sprachen sie benutzen. Gibt es dann auch, ich sag mal, ähnlich wie in sozialen Netzwerken dann so ein Activity Stream, wo man dann immer sich schreiben kann, aber es benutze ich auch eher selten und es ist auch niemand gezwungen, da sich damit zu beschäftigen. Ja, und das Leaderboard, da kann man sich dann am besten mit den anderen vergleichen. Steigt auch in die Höhe mit den XP-Zahlen. Jack Elliott heute zum Beispiel, ja, er hat schon 4501 XP diese Woche. Oder hier aller Zeiten. Da sieht man mal, es gibt immer noch mehr Leute mit mehr XP. Aber auch weniger. Ja. Schauen wir uns aber mal wirklich die Sprache an sich, die vermittelt wird. Wie geschieht das? Der Baum ist hier in Skills, in sogenannten Skills, ja, eingeteilt. Und das zeigt zum Beispiel Grundlagen 1, Grundlagen 2, einfache Sätze, Essen, Tiere, Mehrzahlbildung, Possessivpronomen, also grammatikalische Konzepte an oder auch Vokabelthemen, sage ich mal, wie Zahlen lernen, Orte, ja, Daten und Zeit, Familie und so weiter. Und was auch hier schon auffällt, hier sind zum Beispiel nur 3 von 4 Golden und das kann ich auch schon gleich sagen, das hängt damit zusammen, dass wenn man einen Skill lange nicht macht, dass dieser langsam verblasst. Es ist also wie, ich sag mal, unser
Kurz- und Langzeitgedächtnis. Wenn man etwas lange nicht macht, dann vergisst man es halt wieder und dadurch motiviert einem Duolingo immer wieder, damit weiterzuarbeiten. Und ja, hier mache ich mich gerade sozusagen, arbeite ich mir den Baum hier noch runter. Und ja, würde ich mal sagen, schauen wir uns eine Lektion mal an. Und dazu gehe ich mal auf Basics 1 und dann auf die erste Lektion. Jeder Skill ist praktisch in einigen Lektionen eingeteilt. Gibt es auch noch Tipps hier, zum Beispiel, ich sag mal so zum Einstieg, bevor man sich an die Lektionen ranmacht. Würde ich einfach sagen, schauen wir uns erstmal die erste Lektion an. So, Select Translation of the Boy. So, mit den Bildern ist es auch am Anfang sehr nützlich, also sonst glaube ich, ist es sehr schwer, einem Vokabeln zu vermitteln, ohne so es einem vorsagen zu müssen. Ja, es ist der Jungen. Der Jungen. Klicken wir rauf und geht's weiter. Select Translation of the Woman. Der Frau. Der Frau. The Man. Der Mann. Mann. Ich bin eine Frau. Okay. So, hier merkt man, hier kann man raufklicken, damit der Sound nochmal abgespielt wird. Ich bin eine Frau. Man kann über jedes einzelne Wort rüberfahren, damit man bin. Die Übersetzung erfährt. In. Vor allem auch nützlich bei Frau. Unbekannten Vokabeln, da muss man es ja tun. So, und das heißt übersetzt, ich bin eine Frau. Oder I am a woman. Eine Frau, einen Mann. So, eine Frau. Eine Frau. Frau. In. Und? In. Ein Mann. Mann. Ein Mann. Also eine Frau und ein Mann. A woman and a man. Ich bin ein Jungen. Jetzt muss ich selber was sagen. Können wir auch mal rüberfahren. Ich bin ein Jungen. So, ja, darf Duolingo. Ich bin ein Jungen. So, das Schöne an Duolingo ist, so sehr anonym es sich auch hier irgendwie so anfühlt, man kann immer die Community befragen. Klicken wir mal hier auf Discuss Sentence. Ja, und wenn man jetzt eine Frage zum Beispiel zu einem Satz hat, dann kann man sich stellen. Und viele aus der Community, die auch wirklich sehr nett sind, werden euch dann diese Frage beantworten. Das ist wirklich sehr nützlich, da man sonst, wenn man zum Beispiel von einem grammatikalischen Konzept nichts versteht und es nicht begreift, dass man dann schnell Hilfe bekommt. Ja, können wir weitergehen. Ein Mann. Ein Jungen. Ein Mann. Ein Jungen. So, ist nützlich ja auch bei Duolingo, kann ich hier nochmal sagen. Man kann praktisch mit den Audioübungen viel, viel nachholen als jetzt jemand, der nur, ich sag mal, mit Textmaterialien übt. Natürlich kann auch Duolingo nicht alles machen und ich muss selbst sagen, bei Duolingo ist so das, was mit Sprechen zu tun hat, am schwächsten ausgeprägt, wenn man hier lernt. Aber die Audioausgabe hier, das sind Muttersprachler bzw. Sprachroboter, die wie Muttersprachler klingen sollen und auf schnellem Tempo ist es wirklich sehr nützlich. Zum Beispiel, ich springe jetzt mal von der einen zur anderen Sprache, also ich sag mal Spanisch, da gibt es halt auch die beiden Buchstaben BV, nehme ich jetzt mal als Beispiel. Die sind wirklich sehr schwer voneinander zu unterscheiden als Ausländer und wenn man das mal so gehört bekommt, dann merkt man, ja, man kann nicht einfach B und W sagen, sondern es ist im Spanisch wirklich so ziemlich gemischt, so dazwischen und das wird auch durch die Ausgabe sehr gut wiedergegeben. Man kann praktisch sehr gut das Erlernen von echten Menschen, sage ich mal. Vielleicht ein bisschen optimistisch, aber man kriegt das wirklich so gut auf die Reihe hin, sich so ein Gehör zu bilden für eine Sprache. So, ich bin ein Jungen. So, gleich müsste dieser Stärkebalken vorbei sein, dann hätten wir eine Lektion praktisch geschafft. Eine Frau in ein Mann. So, jetzt hätten wir es fertig. So, okay, Lesson Refreshed. 3 XP kriege ich dafür. Sonst würde man normalerweise 10 kriegen. So, 23 habe ich heute gemacht. 10 bräuchte ich für mein Ziel. So, hier kann man nochmal schauen, was man hier richtig und falsch gemacht hat. Und dann geht's auch weiter. Was kann man jetzt zu Duolingo sagen? Erstmal, es ist kostenlos. Es gibt keine Werbung.
Es gibt auch keine versteckten Premium-Funktionen, die es auf anderen Sprachwebseiten gibt. Es ist hundertprozentig kostenlos und wird es auch wahrscheinlich so bleiben. Der zweite große Pluspunkt ist diese schnelle Einsteigerfreundlichkeit, wenn man auch im Entferntesten nichts mit Sprachen zu tun hat. Man kann einfach hier, ich sag mal, Grundlagen 1 anfangen. Eine kleine Übung dauert 5 Minuten und es ist wie so ein Spiel. Diese Gaming-Einflüsse motivieren den Spieler und es bringt ihn praktisch erst zum Lernen so. Das ist sehr gut. Der dritte Punkt ist, man kann es schon, ich sag mal, man sitzt vielleicht in der U-Bahn, hat dann 5 oder 10 Minuten gerade nichts zu tun, holt man Duolingo raus. Ja, es gibt auch eine Smartphone-App, da kann man auch sich so die Zeit vertreiben, auch ganz nützlich so. Und sonst, es hat mir zum Beispiel persönlich auch wirklich viel geholfen. Ich habe Italienisch jetzt seit einem Jahr ungefähr gelernt und ich würde mich schon sicher fühlen, wenn ich jetzt mit einem Italiener oder einer Italienerin reden würde. Das ist, denke ich, kein Problem mehr. Ob ich jetzt so ein fortgeschrittener Sprecher bin, das war ich vielleicht nochmal zu bezweifeln, aber im Bereich Lesen, Schreiben würde ich mir auf jeden Fall schon sehr viel zutrauen in der italienischen Sprache. Muss man auch dazu sagen, dass ich in der Schule schon Französisch als Unterrichtsfach hatte und deswegen der Einstieg ins Italienische mir einfacher fiel als jetzt zum Beispiel, ich sag mal, wenn man jetzt eine Sprache lernt, die Türkisch. Vom Deutschen gibt es ja gar keine Verbindung dazu. Und ja, also das ist auch alles, was ich jetzt sagen wollte. Duolingo bietet euch eine wunderbare, kostenlose Plattform zum Sprachenlernen. Es ist eine wirklich großartige Seite und ich kann es euch nur empfehlen, sie auszuprobieren. Ja, und das war es dann erstmal so bis jetzt. Ich kann es euch höchstens noch empfehlen, auch bei meinem Sprachblog vorbeizuschauen, den ich auch hier noch im Video verlinken werde und in der Beschreibung. Ja, sonst auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt mit Duolingo viel Spaß. Wenn ihr es euch selber auch mal angeschaut habt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben und eure Erfahrungen mit dieser Website dann auch hinschreiben. Vielen Dank, auf Wiedersehen.